Mit Spannung wurde das Sommerrennen in Reiserberg erwartet. Der MCC Reisersberg hatte im Vorfeld bereits einige Streckenänderungen angekündigt. Diese wurden auch umgesetzt und somit der Track im Bayerischen Wald als einer der besten von den bisherigen vier Gastspielen bezeichnet. Viele neue Steinfelder überzeugten die Fahrer. Dazu kam schwüles Wetter wie immer beim südlichsten Gastspiel der Serie, wenn auch keine neuen Temperaturrekorde verzeichnet wurden. Wie angekündigt, regnete es in der Nacht zum Renntag noch einmal kräftig. Somit präsentierte sich die Strecke in einem ziemlich rutschigen Zustand. Alle, die den rund 2 Minuten langen Kurs umrundet hatten, meldeten sehr rutschige Bedingungen. Die Erwartung war, dass sich die Strecke verbessern würde, je mehr Fahrer gefahren waren. Dies trat aber nur bedingt ein, denn Henry Strauß, der als erster startete, hatte am Ende auch noch die Nase vorn. Andere stürzten, darunter auch Leon Henschel und Lenny Geretzky. Geretzky stürzte sogar zweimal, wodurch er sich nur auf Platz 27 wiederfand. Mit Spannung wurde auf Pascal Sadeghi geschaut. Der Juniorenpilot aus der deutschen Enduro-Meisterschaft musste aber auch einmal zu Boden und verlor dadurch den Prolog-Sieg. Er wurde aber dennoch Dritter und freute sich über den gelungenen Besuch bei der HESC, wo er im Jahr 2019 Dauerstarter war. Wie immer bestimmte etwas der Zufall, in welches Gruppenrennen welcher Fahrer einzog. Die Spitzenfahrer waren allerdings fast alle auf einem ungeraden Rang im Prolog gefahren und fanden sich somit zusammen im ersten Gruppenrennen wieder. Schnell nach vorn aus Reihe 2 war dabei Lenny Geretzky gefahren. Bereits in der zweiten Runde hatte er Kontakt zu Henry Strauß und konnte auch dieses Gruppenrennen gewinnen. Durch behördliche Vorgaben gab es dann eine längere Mittagspause, bevor die zweite Gruppe bei mittlerweile erneut schwülen Temperaturen ab 13.30 Uhr auf die Piste ging. Dieses Rennen ging an Rico Petzold, vor Mathis Millich und einem sehr stark aufgelegten Erik Seifert. Ungewöhnlich viele Defekte gab es diesmal bereits in den Gruppenläufen. So traf es Marcel Teuscher, Raven Liebold und auch Felix Bob. Alle drei schafften aber trotz Reparaturpausen den Einzug ins Finale. Allerdings weiter hinten als geplant, wodurch ein Spitzenplatz zunächst außer Reichweite war. Der Sieg bei den Damen ging erneut an Maria Franke. In der Tabelle sprang sie damit nun auf Rang 2 in Schlagdistanz zu Eva Täuber. Täuber hat aber in Gefrees auf der technischen Strecke vielleicht sogar größere Chancen. Das erste Podestergebnis der Saison sicherte sich nach vielen kleineren Problemen in der laufenden Saison Julia Büttner. Durch den geänderten Zeitplan startete das Finale erst kurz nach 16.30 Uhr. Es standen erneut 55 Minuten plus eine Runde auf der Uhr, sowie viele neue Abschnitte, die auch die Fans anzogen. In den ersten Runden gab es einen Zweikampf zwischen Strauß und Geretzky. Ab Rennhalbzeit legte der Thüringer dann aber nach und konnte sich etwas von Henry Strauß absetzen. Im Ziel bilanzierte der Youngster aus Niedersachsen dann nüchtern. Hi Leute, wir hier in Reis, wir sind heute fertig. Für mich lief es sehr gut. Im Prolog konnte ich gewinnen und konnte eine gute Runde fahren. Das Gruppenrennen war okay. Leider am Anfang nicht so in den Rhythmus gekommen und ja, ist weiter geworden. Aber das Finale hat gut angefangen. Ich konnte einen guten Rhythmus aufbauen, aber am Ende leider mit Stau viel zu kämpfen gehabt. Aber ja, am Ende Platz 2 und glücklich. Geretzky, der sich den ersten Saisonsieg und den dritten überhaupt in der Serie holen konnte, legte ein schnelles Tempo vor. Der Tag ist vorbei. Hat für mich relativ blöd angefangen. Im Prolog bin ich zweimal hingefallen. Bin Platz 27 geworden nur. Aber habe mir nichts draus gemacht. Musste erstes Gruppenrennen aus der zweiten Reihe starten. Habe mich dann vorgekämpft auf Platz 1. Konnte somit auch aus der ersten Startreihe dann im Finale starten. Was relativ cool war für mich, logischerweise. Habe aber dann ein paar Fehler gemacht im Steinfeld, sodass der Henry gleich hinten bei mir wieder dran war. Und ich ein bisschen pushen musste. Wir hatten die ersten zwei, drei Runden, glaube ich, ein geiles Battle. Im Steinfeld vor allem immer, wenn Stau war. Und dann, keine Ahnung, entweder habe ich irgendwo was gut gemacht oder Henry hat einen Fehler gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich da ein bisschen was rausfahren. War ich auch echt glücklich drüber, weil der Henry hat es mir ganz schön schwer gemacht. Und ja, bin happy, dass ich es nach Hause gefahren habe. Platz 3 belegte Leon Henschel. Er konnte im Jahr 2021 selbst in Reisersberg gewinnen und lobte die Strecke ebenfalls. Servus, Leon Henschel hier aus dem Norden.
weite Herreise gehabt, aber war, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nach der Sommerpause, dritter Platz zurückgekommen. Kleine Erkältung, nicht viel machen können leider, aber ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Veranstaltung war richtig cool, Strecke war richtig geil, haben die echt wieder was rausgehauen und ja, ich freue mich aufs nächste Rennen. Gerenzki ist somit nun der dritte Sieger in der Saison und der vierte in Reisersberg. In jedem Jahr könnte ein anderer Fahrer gewinnen, was die Ausgeglichenheit einmal mehr beweist. Henry Strauß ist somit Halbzeitmeister, hat allerdings nur 7 Punkte Vorsprung auf Leon Henschel. Bei noch zu fahrenden 3 Läufen ist damit noch nichts entschieden. Und was macht Gastfahrer Sadeki? Der Fantic-Fahrer vom sächsischen Team Enduro Fleischer strahlte nach dem Rennen. Zwar konnte er das schnelle Tempo an der Spitze nicht mitgehen, seine 5 gefahrenen Runden und Platz 7 bei den Junioren wird er aber in positiver Erinnerung behalten. Wie er selbst meinte, wird es nicht sein letzter Besuch bleiben. So Leute, hier ist Pascal Sadecki. Ich bin hier in Reisersberg jetzt mein erstes Hard-Enduro-Rennen wieder gefahren und es war geil, absolut, es hat mir übelst viel Spaß gemacht. Bin zwar auch ein bisschen an meine Grenzen gekommen, körperlich, auch mit dem Motorrad ein bisschen kränklich angeschlagen, aber es war mir auf jeden Fall eine Reise wert und ich freue mich mal wieder zu kommen, war echt geil. Wie im Championat, so war es auch in den einzelnen Klassen sehr spannend, mit unerwarteten Ergebnissen. Bei den Amateuren gab es mit Michael Egger einen Gastfahrer, der ganz vorn landete. Erster regulärer Fahrer war Elias Theodosiou, der damit sogar die Tabellenführung übernehmen konnte. Die Pro-Klasse ging an Leon Henschel vor Rico Petzold und Vanja Morlinghaus. Bei den Junioren siegte Gerenzki vor Strauß und einem blendend aufgelegten Jan Wawolda. Bei den Senioren war wieder einmal kein Vorbeikommen an Andreas Pieper. Er siegte vor Meisterschaftsführer René Erbach und Gastfahrer Christian Leitner. Die Dovatec Hard Enduro Series Germany wird am 3.8. in Gefrees fortgesetzt. Dort wieder mit dem Modus mit Checkpoints auf der schwierigen Runde im Fichtelgebirge. Aktuelle Informationen der Dovatec Hard Enduro Series Germany sind immer auf www.hardenduro-germany.de und in den sozialen Medien zu finden.